Hallo, hier ist wieder der Thomas Ortner von Tor.de und in meiner heutigen Einsteigerreihe zu Drupal 7 möchte ich mal auf das Thema Benutzerkonten eingehen. Im Vergleich zu anderen Content-Management-Systemen hat ja Drupal den Ruf, ganz hervorragend geeignet zu sein für Communities, und das liegt zum einen an den Konto-Einstellungsmöglichkeiten, an den Profildarstellungsmöglichkeiten und natürlich an der tollen Benutzerrechteverwaltung, die Drupal von Haus auf bietet. Und damit man damit überhaupt arbeiten kann, braucht man natürlich erstmal User, und wir beschäftigen uns heute dann mit den Benutzerkonten. Wer die letzten Screencasts angeguckt hat, der hat möglicherweise eine ähnliche Seite vorliegen wie ich oder vielleicht auch die gleiche nachgebaut. Und in der Admin-Toolbar oben gibt es ja den Punkt Benutzer und es gibt aber auch den Punkt Konfiguration. Und die Grundeinstellung erfolgt jetzt nicht unter dem Punkt Benutzer, sondern unter Konfiguration. Und hier gibt es nämlich den Untermenüpunkt Benutzer und hier gibt es Konto-Einstellungen. Und das interessiert uns primär. Hier legen wir als erstes fest, wie ein Gast genannt wird, also ein User, der die Seite besucht, aber nicht angemeldet ist. Grundeinstellung des Gasts können wir eigentlich so beibehalten. Dann hatten wir in einem der vorherigen Screencaster das Modul Kontakt aktivieren und deshalb kann jeder neue Benutzer auch standardmäßig ein eigenes Kontaktformular halten. Und das lassen wir auch aktiviert. Wir können eine Administratorrolle festlegen. Dann wird diese Rolle immer alle komplett neuen Berechtigungen zugewiesen, wenn ein neues Modul aktiviert wird. Das brauchen wir in dem Fall nicht, denn aktuell sind nur wir angemeldet und wir sind der User 1. Wir sind sozusagen der Super-Administrator und wir dürfen sowieso alles. Ein Gast darf deutlich weniger als wir. Wenn zum Beispiel jetzt mehrere Browser in seinem System installiert hat, dann kann man jetzt auch mal als nicht angemeldeter User auf die Seite gucken. Und dann sieht man, dass die Seite aktuell so aussieht. Es gibt, oben fehlt schon mal der Block fürs Konto. Man kann sich anmelden, wenn man möchte. Und da als Admin sieht die Seite eben komplett anders aus, weil wir auch ganz andere Berechtigungen haben. Und dann ein ganz großer Punkt, An- und Abmeldung. Wer kann denn eigentlich neue Benutzerkonten registrieren? Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dass das nur Administratoren dürfen. Wenn das so aktiviert und gespeichert ist, dann kann sich unser Gast-User hier jetzt mal im Internet Explorer, wenn ich die Seite aktualisiere, aktuell hat er ja noch den Punkt registrieren gehabt, aber jetzt mit der neuen Einstellung, sieht man, hier gibt es gar keinen Link mehr registrieren. Das heißt, es können sich wirklich nur Benutzer anmelden, die schon einen Account haben, beziehungsweise die einen neuen Account von einem Administrator erhalten werden. Das wäre schon mal so eine Sache mit der Berechtigung. Dann kann man noch unterscheiden, ob sich Besucher ohne vorherige Prüfung freischalten lassen können oder aber eine Anmeldung erfolgen kann durch den Besucher, aber ein Administrator dem Ganzen zustimmen muss. Meine Lieblingseinstellung ist Besucher, aber ich nutze immer die E-Mail-Verifikation, denn damit bekommt... Speichere das nochmal, sodass sich eben ein User jetzt anmelden kann. Wenn wir nochmal auf Aktualisieren klicken, dann haben wir jetzt hier wieder einen Link registrieren. Und hier kann sich jetzt jemand, der sich neu anmeldet, seinen Benutzernamen eingeben und eine gültige E-Mail-Adresse. Und dann diese E-Mail-Adresse, die der User hier eingibt, bekommt er dann nämlich automatisch vom System durch die eingestellte E-Mail-Verifikation, die wir jetzt hier unten hatten, einen einmaligen Anmeldelink. Und erst wenn er diesen Link bedient, kann er sein Konto ausbauen, etc. etc. Das hat den großen Vorteil, dass wir zumindest eine gültige E-Mail-Adresse dieses Users vorliegen haben. Und da jeder Website-Betreiber ja durch diverse Gesetzesvorlagen auch verantwortlich ist für die Inhalte, die User schreiben, ist es schon mal relativ wichtig, dass man seinen User dann auch erreichen kann, wenn der irgendwas angestellt hat und die Abmahnung vielleicht ins Haus geflattert ist. Also das ist meine Lieblingseinstellung. Jeder Besucher kann ein Konto erstellen und ich lege Wert auf die E-Mail-Bestätigung.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, was passieren soll beim Löschen, wenn ein Administrator, in dem Fall jetzt ausschließlich wir, wenn wir ein Benutzerkonto eines anderen Users löschen, was dann zu tun ist. Und dann kann man sagen, man kann disable the account and keep its content. Also momentan diese Strings sind noch nicht eingedeutscht. Da scheint wohl die Übersetzergruppe was übersehen zu haben. Aber man kann es natürlich auch jetzt noch leicht mit der Oberflächenübersetzung Rest eindeutschen. Heißt nichts anderes wie den Account stilllegen, also deaktivieren und den geschriebenen Content oder Inhalte des Benutzers zu behalten. Man kann den Account hier wieder beim nächsten Punkt deaktivieren und den geschriebenen Inhalt auf nicht veröffentlicht setzen. Man kann den Nutzer-Account löschen und geschriebene Inhalte einem User namens Gast zuordnen, also dem anonymen User, der sowieso immer Gast heißt, oder aber man kann alles komplett löschen, also den Account und den Content. Content ist immer gut, also ich würde sagen, wir löschen den Account und behalten den Content und als Autor wird dann eben Gast angezeigt. Dann kann man noch sagen, dass Signaturen und Benutzerbilder aktiviert werden. Bei Benutzerbilder gibt es gleich mehrere neue Auswahlmöglichkeiten. Man kann ein Verzeichnis anlegen für den Datei-Upload, wo die Bilder, also explizit die User-Bilder, abgelegt werden. Und da wird Drupal uns einen neuen Ordner anlegen, wenn unter Sites Default Files, wen es interessiert. Und den nennen wir jetzt einfach mal User-Bilder. Und dann kann man auch ein Standard-Benutzerbild anlegen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, in bestimmten Seiten, wenn man kein eigenes Bild hochlädt, bekommt man sozusagen einen Ersatzavatar. Und den kann man irgendwo ablegen. Ich habe den hier in dem Fall schon mal vorbereitet. Das ist sind meine Drupal 7 Dateien und da habe ich im Ordner Sites, Default, Files, Bilder einen kleinen Avatar abgelegt. Der heißt in dem Fall User.png und den Pfad zu diesem Bild gebe ich hier ein. Und zwar lautet der dann Sites Default Files Bilder User.png, genau. Der Anzeigestil für das Bild, da können wir sozusagen ein Bild-Preset, die ja voreingestellt sind. Ihr erinnert euch an die Lektion 11 mit dem Modul Image. Sagen wir mal Medium-Abmessungen für hochgeladene Bilder, sagen wir nicht 85x500, das gefällt mir nicht. Ich möchte 120x160 Pixel. Die Dateigröße für 30 kb können wir lassen und dann kann man hier noch sagen, bitte nur Fotos, keine Avatare. Oder eben anderen Wunsch. Das sind sozusagen die Richtlinien, die könnt ihr euch selbst einfallen lassen, was denn dastehen soll, welche Einschränkungen ihr möchtet, was die Leute hochzuladen haben. Und dann gibt es noch jede Menge E-Mails. Es gibt für ein Willkommen, wenn der Benutzer vom Administrator erstellt wurde, also die Einstellungsmöglichkeit oben, dass der Administrator das Ganze erstellt hat, dann wird diese E-Mail an den Neu-User, an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet. Hier ist die Willkommensnachricht, in der steht, dass ein Administrator jetzt das Ganze überprüft und eben eventuell freischaltet. Hier ist die Willkommensnachricht mit dem Link. Das wäre jetzt die Nachricht, die der User in der aktuellen Einstellung, die ich gewählt habe, bekommt. Wenn ein Administrator den Account aktiviert hat, dann gibt es diese Nachricht. Die kann man natürlich alle jeweils abändern, nach den eigenen Vorlieben diese E-Mails. Wie gesagt, aber das ist die Vorstellung, man kann sie eigentlich auch so behalten im Normalfall. Man kann die Kontos sperren, also man kann so, wenn ein User ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, kann man sagen, dass das Konto deaktiviert wird, er kann da nichts mehr tun. Und dann kann man ihn auch noch benachrichtigen lassen, indem man hier eine Checkbox hinterlegt. Hier ist eine Nachricht, wenn jemand das Benutzerkonto gelöscht haben möchte und wenn das Konto gelöscht wurde, dann kann man auch nochmal eine Nachricht schicken und man kann, wenn ein Passwort wiederhergestellt werden soll, also angenommen, einer unserer User möchte sich einloggen, hat sein Passwort vergessen und dann hat hier den Link neues Passwort anfordern und wenn er hier dann seinen Namen oder seine E-Mail-Adresse eingibt, dann bekommt er diese Mail geschickt. Wenn wir jetzt auf Konfiguration speichern klicken,
Dann wurde das Ganze gespeichert. Dann schließen wir das. Und wenn wir jetzt auf unseren Account gehen, dann seht ihr, wir haben jetzt genau diesen Avatar, den wir vorhin eingestellt haben, auf unserer Profilseite. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es ganz gut ist, wenn man mehrere Browser installiert, damit man sich das eben auch mit verschiedenen Rollen oder angemeldet und nicht angemeldet angucken kann. Ich nutze immer aktuell drei Browser. Das eine ist der Internet Explorer, das nächste ist der Chrome Browser und das ist der Firefox. Kann man auch empfehlen für Theming, denn dann kann man später, wenn man das Design mal abändert, auch die einzelnen Unterschiede in den Browsern feststellen. Und damit wir im nächsten Screencast mal weiterarbeiten können, legen wir jetzt auch noch neue Benutzer an. Und zwar klicken wir auf Benutzer. Und da gibt es den Link Benutzer hinzufügen. Das können natürlich wieder nur wir als Administratoren. Und da lege ich mir jetzt einfach mal einen User namens Testo an. Ein Passwort dazu. Ich möchte, dass der aktiv ist. Ich möchte ihn nicht über ein neues Konto benachrichtigen. Das heißt, wenn wir das aktivieren, dann gibt es eine Nachricht an die eingetragene E-Mail-Adresse. Die Sprache ist Deutsch und sagen wir registrieren. Und wenn wir jetzt auf die Liste mit der Übersicht der vorhandenen Nutzer gucken, dann sehen wir, aha, hier ist der Testo, der ist Mitglied seit 5 Sekunden und der war noch niemals online. Und wenn wir auf sein Profil klicken, dann hat er das gleiche Avatarbild. Und so kann man sich jetzt mehrere User anlegen und mit denen dann mal kräftig experimentieren. Tja, das war der Screencast zu den Benutzerkonten und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr demnächst wieder vorbeiseht. Ciao, der Tor.